So, in diesem Tutorial möchte ich gerne die Übung 102 erläutern. Und zwar geht es hier darum, dass Sie Funktionen zur Berechnung der Fläche und des Umfangs von Quadraten, Rechtecken, rechtwinkligen Dreiecken und Kreisen erzeugen sollen. Sie sollen die Algorithmen dazu erstmal in Visio visualisieren, die verwendeten Kontrollstrukturen oder jedenfalls in Verzweigung benennen und das Ganze dann anschließend in MATCAD implementieren. Das heißt, wir brauchen hierzu MATCAD, eine MATCAD-Vorlage, und um mal das Ganze dann zu berechnen. Das heißt, es handelt sich ebenfalls hier um mathematisch-technische Algorithmen, die wir auch in MATCAD implementieren können. Und wir brauchen Visio, um halt dann die Algorithmen zunächst erstmal zu planen. In der Vorlage sind schon ein paar Sachen etwas abgenommen, sodass Sie nicht alles mal neu machen müssen. Und zwar ist schon bereits vorhanden die Berechnung eines Quadrates. Das Ganze erfolgt ja mit einer Funktion. Das heißt, ich übergebe dieser Funktion, die nennt sich hier Quadratfläche, einen Parameter a und er rechnet dann die Fläche raus. Hier sehen Sie mal ein Anwendungsbeispiel. Also wenn ich hier 3 übergebe, bekomme ich 9 raus. Und dasselbe für den Umfang. Ähnliche Vorgehensweise. Ich habe eine Funktion definiert, die nenne ich Quadratumfang. Da übergebe ich einen Parameter, die quasi die Kantenlänge des Quadrates. Es ist ja gleich alle 4 Seiten, deswegen nur einer. Und dann rechnet er einfach nur 4 mal a. Und ich bekomme hier den Umfang ausgerechnet. Beim Rechteck gehen wir ähnlich vor, nur ein bisschen anders. Dann haben wir dann zwei Parameter, also die eine Rechteckseite und die andere Rechteckseite. Die habe ich hier A und B genannt. Ich habe wieder eine Funktion, die nenne ich Rechteckfläche. In Parametern übergebe ich ihr die beiden Kantenlängen. Und jetzt macht er nichts anderes, als die beiden miteinander zu multiplizieren. Und wenn ich dann später dieser Funktion irgendwelche Werte für die Fläche übergebe, also für die Parameter, nicht für die Fläche, für die Parameter übergebe, rechnet dann jeweils dann die dazugehörige Fläche aus. Das sind natürlich sehr, sehr einfache Beispiele, wo man sagen würde, naja gut, da brauche ich unbedingt eine Funktion dazu. Da haben Sie freilich recht, aber ich möchte erstmal in die ganze Funktionstechnik ein bisschen einführen. Ich erinnere nochmal an EDV1. In EDV1 haben wir uns in Excel damit beschäftigt, Funktionen, die bereits vorhanden waren, also bereits vorhandene sogenannte Built-in-Funktionen in Excel, das war zum Beispiel für Text links, rechts oder für mathematische Geschichten, also arithmetische Geschichten wie Summe, Sinus, Cosinus oder nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel, die Zeitfunktion wie Uhrzeit oder Datum und so weiter. Dort haben wir nichts anderes gemacht, als die bereits vorhandenen Funktionen miteinander kombiniert, um halt Datenoperationen auszuführen. Und hier in MATCAD haben wir die Möglichkeit, uns selbst Funktionen zu erstellen. Ja, das gehen wir quasi hier einen Schritt weiter und bauen uns quasi selber Funktionen zusammen. Das geht in Excel auch, wenn Sie in Excel VBA verwenden. Ja, aber wir machen das Ganze aber jetzt hier in MATCAD, weil da geht das alles noch einen Tick einfacher, sofern es sich um mathematisch-technische Algorithmen handelt. Und deswegen geht es ja erstmal darum, hier auch die Funktion kennenzulernen. Wir fangen natürlich mit einfachen Beispielen an, damit Sie denn der Sache leichter folgen können. In der Regel werden Sie dann Funktionen wahrscheinlich irgendwann mal selber entwickeln, die natürlich viel kompliziertere Algorithmen beinhalten. So, schauen wir uns nochmal dazu das Flussdiagramm an. Dazu wechsle ich ins Visio. Hier sehen wir jetzt einmal das Flussdiagramm zur Berechnung der Fläche von Quadraten. Wir haben hier einen Startpunkt, den können Sie in der Regel in der Informatik weglassen, denn normalerweise beginnt in der Informatik, wenn Sie Funktionen, vor allem wenn Sie Funktionen beschreiben oder visualisieren, das Ganze mit einer Dateneingabe. Das ist dieses Parallelogramm, ja, dass Sie hier, wo haben wir es, hier Daten, hier beginnen Sie quasi Daten einzugeben. Man beschreibt jetzt hier die Eingabeparameter des Algorithmus, das sind im Prinzip hier die Breite, ja. Wird A genannt und man gibt auch einen Doppelpunkt dahinter den Datentyp mit an, weil der Datentyp gibt natürlich vor, was kann der Algorithmus machen. Also die Datentypen sind nicht ganz unwichtig. Klar, in MATCAD oder in Mathematik haben wir mehr oder weniger nur mit Zahlen zu tun, aber wie gesagt, diese ganze Vorgehensweise ist natürlich nicht nur an MATCAD gebunden, das gilt auch für Excel oder für alles Mögliche und da macht es immer Sinn, auch den Datentyp mit bekannt zu geben. Also Zahl, die einfachste Form des Datentyps. Man kann manchmal auch unterscheiden, ist es jetzt ein komplexer Datentyp oder ein einfacher Datentyp. Zum Beispiel in dem Fall ist es ein Skalar. Ja, wir werden das später noch sehen. Es gibt natürlich auch Datentypen, die mehrere Elementardatentypen zusammenfassen. Wie zum Beispiel ein Vektor, der enthält mehrere Zahlen. Oder eine Tabelle, die enthält mehrere
Daten, das können Text sein oder auch Zahlen und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja mit einem einfachen Beispiel anfangen. Also sagen wir, okay, Zahl. Jetzt passiert hier was. Ich rechne einmal A aus. Ich rechne einmal U aus. Ja, also A für Fläche, für Umfang. Und gebe das dann beides hier aus. Ja, also ich gebe einmal hier die Fläche aus und einmal den Umfang. Und damit ist die Sache erledigt. Ja, das ist nicht ganz so, wie das in MATCAD jetzt implementiert wurde. Aber woraus jetzt hier ankommt, ist, dass wir hier normalerweise in MATCAD sind zwei Algorithmen. Ja, also das ist normalerweise, wenn man das jetzt die MATCAD-Implementierung sich anschaut, streng genommen wäre das so. Ich kürze es nochmal runter. Was Sie jetzt in MATCAD sehen, wäre eigentlich einmal einen Algorithmus für die Berechnung von A und einen für U. Wir haben ja zwei Funktionen. Ja, aber das können wir gerne jetzt. Hängt mir ein bisschen mein Visio. So, jetzt mache ich es nochmal, wie es normalerweise in MATCAD implementiert wurde. Da schmeiße ich hier einfach das hier raus. Es geht ja nur um die Fläche. Schiebe das hier ein bisschen hoch, schmeiße hier unten das raus. Und das wäre normalerweise streng genommen der Algorithmus, wie wir MATCAD implementiert haben. Ja. Weil da wurde nur jeweils einmal die Fläche oder der Umfang berechnet. Ich habe das Ganze mal zusammengefasst, um einfach das Ganze etwas abzukürzen. Ja, das Ganze hier für Rechteck dasselbe. Ja, wichtig ist hier nochmal, vielleicht hatte ich vergessen zu erwähnen, hier beim Quadrat, das Ganze wird sequenziell abgearbeitet. Ja, man gibt hier was ein, da kommt die eine Anweisung, die nächste und so weiter und so weiter. Dafür brauchen wir im Prinzip noch keine Kontrollstrukturen. Im nächsten Punkt sollen wir jetzt einen Algorithmus entwickeln, wo ich im Prinzip sowohl Rechtecke als auch Quadrate berechnen kann. Ja, da müssen wir uns schon mal überlegen, wie macht man das Ganze mit der Eingabe? Ich tue mir jetzt hier mal hier so ein Eingabefeld reinziehen. Und weil, ich erinnere noch mal daran, beim Quadrat geht man ein Parameter ein, also für die vier Seiten des Quadrates, die ja gleich sind, genügt einer. Und beim Rechteck brauche ich aber zwei, weil die Seiten im Prinzip unterschiedlich sein können. Ja, jetzt könnte man sagen, gut, ich könnte Folgendes machen, das wäre durchaus möglich. Die einfachste Variante wäre einfach zu sagen, naja, wir sagen einfach, wie nennen wir es? Wir nennen die Eingabe einfach Seiten. Ich zoome mal ein bisschen ran. Seitenlängen. So, jetzt macht das mir hier. Und nenne die einfach A, B. Und sage in dahinter, das sind im Prinzip Skalare vom Typ Zahl. So, machen wir es ein bisschen schöner noch. Also hier, das ist kurz die Beschreibung. Was ist es? Das ist die Parameterbezeichnung. Und hier dahinter noch den Datentyp mit angegeben Skalar. Und die Skalare enthalten Zahlen. Ja, wobei man jetzt Zahl erstmal als möglich sein kann. Ja. Wäre theoretisch möglich, ja, dass ich einfach so arbeite. Und wenn ich jetzt ein Quadrat eingebe, dann ist einfach, gebe ich für A und B denselben Wert ein. Ja. Würde ich als richtig akzeptieren. Ich möchte allerdings ein bisschen auch ein paar MATCAD-Features zeigen. Deswegen mache ich es ein bisschen anders und sage, nee, ich bestehe darauf, ich gebe nur einen Wert ein. Und den nenne ich jetzt einfach mal V. Und wie kann ich jetzt allerdings in einem Wert sowohl in Skalar als also nur einen Wert unterbringen oder halt mehrere Werte? Ja, und das kann ich machen, indem ich einfach sage, naja, ich kann ja einen Wert übergeben für die Seitenlänge oder halt, wenn ich jetzt mehrere Seitenlängen habe, wie beim Rechteck 2, übergebe ich einfach einen Vektor, in dem dann die beiden Seitenlängen drinstehen. Ja, so könnte man das auch machen. Das möchte ich jetzt hier machen. In dem Fall möchte ich den Datentyp ändern und sage, das kann im Prinzip ein Skalar oder ein Vektor sein. Skalar oder Vektor. Und das enthält dann wieder die Zahl. Machen wir noch ein Oder-Zeichen rein. Dazu gehen wir hier auf Insert, Symbol und ich hoffe, die haben das jetzt hier mit drin. Nee, leider nicht, da müssen wir es suchen. Oh lala. Jetzt haben die jetzt hier die Oder-Zeichen. Kommen wir jetzt hier noch darauf. Die sind immer schön versteckt. Boah.
Die hatten das ja irgendwann mal Basic Latin. Ich halte mal den Film an, das dauert, glaube ich, eine Weile. So, nach gefühlt 5 Minuten habe ich es endlich gefunden. Also das Oder-Zeichen ist jetzt dieses hier. Ja, nicht verwechseln, ne, mit denen, das sind ja die Mengenoperationen. Also das ist das Oder-Zeichen und das Symbol, finden Sie das. Gehen auf Insert, schließen das und machen das noch ein bisschen größer, schieben das hier zusammen. Und das wäre jetzt hier unsere Eingabe. Und jetzt kann ich natürlich anhand der Eingabe entscheiden, handelt es sich hier um Quadrat oder handelt es sich hier um Rechteck? Und dafür brauche ich meine Entscheidungsstruktur, diese hier. Und es gibt in MATCAD die Funktion, die werde ich schon gleich vorführen, die heißt isSkalar. Und da übergebe ich jetzt mal Eingabeparameter. Und er sagt, okay, wenn das ein Skalar ist, okay, dann handelt es sich hier um ein Quadrat. Ja, also suchen wir den Verbinder. Home, hier, Connector. Und verbinden das gleich. Das auch. Das auch. Schieben das hier rüber, ein bisschen in die Mitte. Und ganz wichtig, vergessen Sie nicht, das Ganze zu beschreiben. Das wäre dann ja. Und das wäre falsch oder nein. So. Wenn Skalar ist, dann ist es quasi ein Quadrat. Dann gebe ich quasi nur einen Wert ein und dann rechnet das Ganze quasi wie ein Quadrat. Ist es quasi ein Vektor, dann befinden sich in den Vektor zwei Werte. Ja, und dann werden die ersten zwei Werte im Prinzip entgenommen und damit gerechnet, das wäre, wo dann die Kantenlängen des Rechtecks sich verstecken. Mache ich noch eine Ausgabe mit Steuerung D, gebe ich jetzt hier aus. Das kann ich mir noch von drüben holen, da bin ich ein bisschen faul. Wechsle hier rüber. Hier Steuerung C. Und ich tue das Ganze wieder zusammenfassen für beide Fälle. Ja, ich habe keine Lust, zwei Flussdiagramme zu machen. Normalerweise machen wir dann wieder zwei Funktion, aber wir machen jetzt hier nur ein Flussdiagramm und verbinden das hier noch schnell und geben dann im Prinzip hier entweder die Fläche oder die Zahl oder den Umfang entsprechend aus. Ups, hier. So. Und das wäre unser Flussdiagramm. Sieht jetzt ein besonders schön aus, das kann man noch ein bisschen schöner machen. Aber das soll erstmal das genügen. Hier fehlt noch ein Verbinder hier nachher oben. Und wie gesagt, normalerweise in der Informatik ist es so, das Flussdiagramm fängt an mit der Dateneingabe, endet mit der Datenausgabe. Das heißt, Sie können sich hier Start und Ende im Prinzip sparen. Ja, lass es auch mal weg. Das kann ich bei der Informatik weglassen. Vor allen Dingen, wenn Sie Funktionen beschreiben, die haben meistens immer eine Dateneingabe und eine Datenausgabe. Sollte es mal keine Dateneingabe und Ausgabe haben, dann empfehle ich natürlich, dass Sie hier dann auch mit Start und Ende arbeiten. So, das habe ich mich hier verklickt. Jetzt holen wir uns das Flussdiagramm in Zwischenablage mit Steuerung C. Wechseln wieder zu MATCAD und wollen das Ganze jetzt mal implementieren. Kopieren wir das hier rein. Und programmiere jetzt die entsprechende Funktion. Und da gehe ich folgendermaßen vor. Die Funktion heißt jetzt, Moment, ja, Fläche. Ich kann jetzt nicht mehr Rechteck oder ja, gut, ja, nennen wir es einfach mal Fläche 1 und gehen jetzt auf Klammer, übergeben unseren Parameter V. Jetzt kommt Doppelpunkt ist gleich. Also geht es ja normalerweise auf hier die Operatoren und gehe aufs Definitionszeichen. Ja, dieses hier oder Doppelpunkt einfach. Und jetzt kommt meine Entscheidung. Also gehe ich hier auf If. Halt, das ist bei Programmierung. Hier, if und prüfe jetzt hier ab über die Funktion isSkalar. Die Funktion finde ich hier unter Funktionen. Dann gehe ich hier auf alle Funktionen und ich suche die mal raus. Ich weiß nicht genau, in welcher Kategorie sich hier befindet, deswegen gebe ich es einfach mal hier oben ein. Also isSkalar, hier Vektoren und Matrizen, da ist sie drin, hier ist sie. Also normalerweise finden Sie die auch hier, wenn Sie auf Vektoren und Matrizen gehen. Und hier müsste jetzt hier ist die Funktion. Ja, hier sehen Sie auch in diesem Pop, da poppt so ein kleines Fenster auf. Und da sehen Sie auch so eine kurze Erläuterung zu dieser Funktion. Und wenn das nicht reicht, gehen Sie einfach auf F1 und bekommen Sie eine ausführliche Erläuterung zu der Funktion. Also ich klicke jetzt hier drauf. Das können wir wieder ausmachen. Und übergebe mein V.
Die Funktion gibt wahr oder falsch zurück. Das heißt, kann ich sofort auswerten. Also für den Fall, dass es ein Skalar ist, dann kann ich im Prinzip das Ganze wie ein Quadrat behandeln. Jetzt rufe ich hier auf mein A, gehe auf Rechnen zurück und dann hier auf Programmierung. Ganz wichtig, Sie müssen jetzt hier die Zuweisung, die lokale Zuweisung verwenden und nicht einfach Doppelpunkt ist gleich. Das gilt nur draußen. Innerhalb einer Funktion müssen Sie es quasi lokal zuweisen. Also hier dieses Ist-Gleich-Zeichen, dieser Pfeil. Und jetzt kann ich im Prinzip eigentlich meine Funktion, die ich eh schon habe, verwenden. Ja, ich kann natürlich jetzt hier einen Ausdruck eingeben, einfach v Quadrat, oder ich verwende einfach schon die Funktion, die es eh schon gibt und reiche das nur an die weiter. Also hier übergebe hier v, kopiere mir das Ganze. Ah ne, wir machen das ja nur für die Fläche. Ja. Also jetzt kommt der Else-Block, wenn es nicht so ist. Und hier tue ich einfach dann einschreiben, Rechteck, Fläche, halt verschrieben, erinnere die Fläche hier, so. Und in dem Fall aufpassen, die braucht zwei Parameter, also V, das ist ja jetzt ein Vektor, also sagt man hier V1, wo haben wir hier den Index? Hier, V1, ups, noch hier unten drin, also aus dem Index raus, Komma V2. Also nimmt den ersten, den zweiten Wert von dem Vektor und übergibt das dann an diese Funktion, Rechteckfläche, und die macht dann im Prinzip, rechnet dann die Rechteckfläche aus. So, mehr ist es nicht. Jetzt tut er ein bisschen rummeckern, weil wir das falsch geschrieben haben. Rechteck, ja, fehlt da noch was? Rechteckfläche. So, jetzt kennt das ja auch. So, das wäre jetzt im Prinzip die erste Variante, ich muss das ja noch umbenennen. Ich habe es hier Funktion 1, Fläche 1 genannt. Hier auch Fläche 1. Es ist immer noch rot. Warum? Weil die Funktion hier definiert ist, allerdings hier oben noch nicht. Müssen das ein bisschen runterschieben. Und Sie sehen, es kommt hier 9 raus. Wenn ich hier einen einzelnen Wert übergebe, ja, dann tut das einfach hier, wenn es die 3, wird es quasi an die Funktion Fläche 1 übergeben, anstelle von V. Hier prüft er jetzt ab, ist es ein Skalar? Ja, wenn ja, geht er hier rein. Und reicht quasi die 3 als Parameter an diese Funktion weiter. Die rechnet dann, nimmt das Ganze ins Quadrat, gibt das zurück und die gibt das an diese Funktion wieder zurück und die gibt das hier entsprechend aus. Ja, Sie können theoretisch hier noch die Ausgabe mit dazu schreiben. Naja, das geht jetzt hier nicht mehr so richtig, weil man mit if, ich mache es mal beim Umfang, da zeige ich nochmal die ausführliche Schreibweise. Ich habe jetzt hier eine Kurzschreibweise verwendet. Ich zeige beim Umfang mal die ausführliche Schreibweise dazu. Nenne ich das Ganze dann hier Funktion 2 für, oder Umfang 1, nennen wir es einfach. Umfang 1, Umfang 1, wir übergeben wieder V, Doppelpunkt ist gleich. Jetzt mache ich mal die ausführliche Schreibweise, gehe jetzt hier auf Programmierung, füge jetzt nicht, hier habe ich sofort mit if angefangen, weil ich wusste, die Funktion besteht nur aus dieser Verzweigung. Ja, Sie können natürlich erstmal mit Programmieren anfangen und jetzt können ja alle möglichen Konstrukte kommen. Und jetzt folgt hier, Sie sehen, da folgt erstmal ein Strich und jetzt folgt hier erstmal jetzt die Verzweigung, also nach dem Strich. Und so, jetzt kopiere ich mir das hier einfach mal als Gründen da. Achso, einmal das hier noch, können wir uns hier kopieren von hier oben. Das bleibt ja gleich. Und dann holen wir uns das hier rein und schreiben dann hier nicht Quadratfläche, sondern Umfang hin. Dann gehen wir hier dahinter, machen noch die Else-Anweisung. Hier schreiben wir noch ein U davor. Der Vollständigkeit halber können wir auch A nennen, ist im Prinzip egal, aber ich mache es mal jetzt hier richtig. Und das wäre dann der Rechteckumfang. Halt, da kopieren wir uns das, das ist leichter. Da sind schon die Vektoren drin. Und hier schreibt man noch ein U davor. Rechteck, Umfang. Ja, würde jetzt eigentlich schon funktionieren. Ich werde es noch mal kurz zeigen. Werde hier mal die Funktion hier entsprechend umbenennen. Aber das ist nie gemacht automatisch. Also Umfang 1. Und das nennen wir auch Umfang 1. Und allerdings ist das,
Weil, warum funktioniert es jetzt schon? Weil die Funktion nur aus einer Verzweigung besteht. Ja? Das heißt, wenn das so ist, mache das und das ist quasi die letzte Anweisung in dieser Funktion. Also theoretisch könnte ich sogar das U hier weglassen. Ich zeige es mal kurz. So, würde es immer noch funktionieren. Ja. Allerdings, ich wollte ja die ausführliche Schreibweise verwenden, deswegen gehe ich mal auf rückgängig und schreibe es mal wirklich als ausführlich hin. Und jetzt müsste ich normalerweise noch ganz unten hinschreiben, gebt bitte U aus. Ja, aber da U hier der einzige Parameter ist, den ich hier setze, kann ich ihn theoretisch auch weglassen. Wenn ich zum Beispiel hier oben die kürzeste Schreibweise wäre eigentlich hier oben, könnte ich es wirklich weglassen. Wenn ich das hier so mache, würde es auch noch funktionieren. Ja, weil immer die letzte Anweisung wird ausgegeben in Mathcad. Ja, das heißt, das steht hier zuletzt oder das. Deswegen gibt er auch jetzt den Rückgabewert von dieser Funktion. Rechteckfläche auch direkt aus. Ja. Wenn Sie jetzt allerdings, wenn Ihnen das hier logischer erscheint, können Sie auch die ausführliche Schreibweise verwenden. Dann wäre das im Prinzip in dieser Form geschrieben. Ja, das können wir hier löschen. Ich wollte noch ein paar andere Schreibweisen hier mit durchgehen, aber ich würde sagen, das passt so. Ja, in der nächsten Aufgabe sollen wir das Ganze noch mit dem Dreieck kombinieren. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, wenn wir jetzt das Ganze noch weiter ausbauen wollen und hier nicht nur uns auf Rechtecke und Quadrate einschränken, sondern auch noch Dreiecke und Kreise mit einbeziehen wollen, dann wird es natürlich mit der Eingabe nicht mehr ganz so einfach, dass wir einfach nur ein Wert übergeben und der ist entweder ein Skalar, dann ist es ein Quadrat oder ist es ein Vektor und dann ist es ein Rechteck. Denn wir haben zum Beispiel zwei Werte sowohl beim Rechteck als auch beim Dreieck. Ja, und wir haben nur einen Wert, sowohl beim Kreis als auch beim Quadrat. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wenn es nur ein Wert ist, sprich ein Skalar, handelt es sich jetzt um ein Quadrat oder um einen Kreis. Ja? Beziehungsweise bei zwei Werten wäre es dann ein Rechteck oder ein Dreieck. Und deswegen müssen wir jetzt hier das ganze Sache etwas anders aufziehen. Ich gehe jetzt hier mal wieder auf Daten, mache hier eine Dateneingabe und wir müssen jetzt der Funktion sagen, was es sich handelt. Ja? Das heißt, wir müssen noch einen weiteren Parameter mitgeben, den nennen wir einfach Typ. Und werden wir es ungefähr so beschreiben. Also wir geben zunächst den ersten Wert. Das ist entweder, das ist klein v, das wäre entweder ein Skalar. Können wir auch so schreiben, Skalar. Mal eine andere Schreibweise, Skalar oder Vektor. Und da drin ist auf jeden Fall eine Zahl. Vorhin, ich war es mal jetzt komplett in Englisch. Das war jetzt hier float, also eine Gleitkommazahl. Jetzt eine Schreibweise. Vorhin haben wir einfach geschrieben Skalar oder Vektor mit einem Oder-Zeichen. Wir können es aber auch so machen. Ja, das wäre auch eine andere Möglichkeit, das zu beschreiben. Und dann haben wir noch einen Typ. Den nennen wir einfach T. Und Moment. Ah, das macht man alles automatisch groß. Okay, das können wir jetzt mal ignorieren. Und das wäre jetzt ein Text. Können wir als Text kodieren. Ich schreibe noch davor, was sich handelt. Das sind einfach die Werte, also die Values V. So, sieht es bitte besser aus. Und das wäre jetzt Type klein t. Da haben wir noch dazu geschrieben, was es wirklich ist. Also nicht nur den Namen, sondern hier ist noch ein Leerzeichen zu viel. Absatz zu viel. Und okay, also die zwei Werte sind jetzt quasi der Input, V oder T. Und jetzt haben wir eine klassische, jetzt haben wir quasi vier Alternativen. Das können wir nicht mehr mit einer Zweifachverzweigung ausdrücken, wie wir das vorhin gemacht haben, wo wir halt nur zwischen Rechteck und Quadrat unterscheiden mussten. Jetzt haben wir quasi eine klassische Mehrfachverzweigung. Wir könnten das natürlich mit einer verschachtelten Zweifach machen. Ich möchte es allerdings mit einer Mehrfachverzweigung machen, weil die haben ja ein Mathcad zur Verfügung. Also nehme ich jetzt hier eine Entscheidungsstruktur rein und nenne das hier T. Also T ist hier, wo mein Typ kodiert ist. Und je nachdem, ob es ein Typ ein Quadrat ist oder ein Rechteck oder Dreieck oder Kreis, soll das entsprechend berechnet werden. Gehe also jetzt hier auf Connector und verbinde das Ganze. Na, das haben wir hier. So. So. Macht er mir jetzt nochmal? Ja. So, das können wir noch ein bisschen schöner machen, vielleicht sogar so. Ja, genau, so sieht es ein bisschen schöner aus, finde ich. So.
Und zum Schluss, was geht mal aus? Da kopiere ich mir das wieder hier von hier. Steuerung C, Funktion 2, Steuerung V und gebe in dem Fall wieder Fläche und Umfang aus. In dem Fall will ich wirklich mal alles in eine Funktion schmeißen. Das heißt, ich möchte eine Funktion bauen, die wirklich Fläche und Umfang gleichzeitig ausgibt. Ich werde Ihnen zeigen, wie das geht, damit wir auch hier noch was Neues dazulernen und nicht nur die uns mit der mehrseitigen Verzweigung beschäftigen. So. So. Und hier brauchen wir natürlich auch noch eine Verbindung. Das wäre jetzt das Flussdiagramm. Das heißt, wir haben hier zwei Parameter für die Funktion. Einmal die Werte V, wo sich die jeweils der Radius drin oder die Seitenlänge des Quadrates drin gespeichert sein kann. Oder auch, wenn es ein Vektor ist, die Seitenlängen des Rechteckes oder des Dreiecks. Ja, das verbirgt sich unter V. Mit T gebe ich quasi nochmal als Text bekannt, soll das jetzt ein Quadrat, Rechteck, Dreieck oder Kreis sein. Und je nachdem, was ich hier als T übergebe, rennt er jetzt hier rein und rechnet das entsprechend aus. Und wenn er dann fertig ist, gibt er entsprechend den Rückgabewert zurück. In dem Fall tun wir das wirklich mal kombinieren, dass wir quasi Fläche und Umfang in einer Funktion gleichzeitig berechnen. Ich kopiere mir das Ganze wieder und hole mir das ins MATCAD. Wechsle jetzt wieder zurück in mein MATCAD. Wo ist es? Hier. Hier sind oben die Funktionen dazu. Die kann ich gleich verwenden. Ja, hier haben Sie übrigens, das habe ich jetzt übersprungen, aber ich will es mal kurz erwähnen. Hier haben Sie nochmal die Berechnungen für ein Dreieck, ja, wie das aussieht. Wie gesagt, das Ganze einzeln natürlich, wenn Sie Funktionen programmieren wollen, die halt nur ein Dreieck berechnet. Oder hier den Kreis und hier tun wir das Ganze jetzt kombinieren. So, ja, die Funktion heißt jetzt, wie habe ich sie genannt? Gucken wir mal schnell schauen. Ja, einfach nur Funktion. Weil die macht momentan beides, deswegen kann ich es nicht mehr Umfang oder Fläche nennen, wie ich es hier oben gemacht habe. Hier habe ich es einmal um Fläche oder Umfang genannt. Jetzt nenne ich es einfach mal Funktion, mir fällt nichts Besseres ein. Oder Querschnittskennwerte, da können wir es auch nennen. Da können wir theoretisch dann noch andere mit einbauen. Querschnitts, nennen wir es mal Querschnittskennwerte, ist vielleicht etwas genauer. Dann übergeben wir, wie gesagt, einmal unter V. Da sollen sich, das ist quasi das hier, die Werte befinden zum Berechnen und unter T dann jeweils dann als Text kodiert, was es um was für eine Type sich handeln soll. Doppelpunkt ist gleich und ich mache hier mal die ausführliche Schreibweise, die natürlich etwas leichter nachzuvollziehen ist. Also fange ich erstmal mit Programmierung an und man sieht hier, es kommt eine Mehrfachverzweigung. Also gehen wir hier auf if, die wir prüfen also jetzt t ab und sagen, wenn t gleich, jetzt gehen wir hier auf fettes ist gleich, t gleich Quadrat ist, dann soll er im Prinzip hier das ganze a und u ausrechnen. Jetzt bin ich wieder, Sie kennen mich ja, ich bin relativ faul, ich hole mir das einfach jetzt von hier oben hier und schmeiße das jetzt hier rein. Einmal und noch einmal. Hier mache ich das, kann ich, u kann ich lassen, a muss ich ändern. Das heißt dann Quadrat Fläche. So, dann, das wäre jetzt die erste Variante. Jetzt gehe ich auf else if. Dieses hier bitte nicht verwechseln mit also if, das ist mal eine andere Geschichte. Die brauchen wir jetzt nicht, sondern else if. Denn er soll ja quasi nur, wenn das ein Quadrat ist, ja, deswegen nehmen wir else if. Sofern ich jetzt Quadrat übergebe, soll er auch Quadrat rechnen und dann nicht nochmal gucken, ob es vielleicht ein Rechteck, Kreis oder Dreieck sein kann. Ja, sobald die eine Bedingung erfüllt ist, brauche ich die anderen gar nicht mehr angucken. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen nehmen wir else if. Und kopieren Sie es von hier oben wieder. Steuerung C. Sagen jetzt hier, das ist jetzt ein Rechteck. Und hier kopiere ich mir, nee, das holen wir von hier oben wieder. Dieses schmeiße es hier rein. Sie sehen, wir tun pro Alternative mehrere Anweisungen ausführen. Das können wir also nicht mehr mit einer Wenn-Funktion ausdrücken. Also A. Und das wäre dann Rechteck Fläche. Und jetzt können wir den ganzen Bulk hier kopieren. Ne, das kriegen wir leider nicht hin. Müssen wir wirklich jetzt immer peu à peu machen. Also wieder ein else if.
Und wieder das kopieren. Jetzt kommt der Kreis. Ja, nee, Dreieck. Und wir kopieren das jetzt wieder und nennen das jetzt hier Dreiecksfläche. Halt, das ist jetzt in dem Fall wieder A und B, genau, also Dreiecksfläche, Dreiecksfläche, drei. Fläche und das wäre dann 3x-Umfang. Und jetzt ist die heiße Frage: Wie mache ich das jetzt hier zum Schluss? Halt, hier ist noch ein. Durch das Kopieren ist ein Strich zu viel reingekommen. Ist nie falsch, sieht aber unschön aus, deswegen schmeißen wir den raus. Wie mache ich es denn jetzt zum Schluss? Mache ich es jetzt einfach nur mit else oder mit else if? Das ist ehrlich gesagt Ihnen überlassen. Wenn Sie jetzt das nur mit else machen würden, würde das bedeuten, dass wenn es weder ein Quadrat, Rechteck oder Dreieck ist, kann das nur ein Kreis sein. Ja, aber aufpassen, gerade wenn ich das so kodiere als Text, kann es natürlich passieren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Quadrat einmal groß schreibe, einmal klein, wird das nicht als identisch angesehen. Und dann rennt er automatisch in den Kreis rein. Ja, das ist natürlich eine gewisse Fehleranfälligkeit. Also wenn ich es ganz genau machen will, würde ich hier kein else machen, sondern einfach sagen, wie es auch programmiert ist, ich mache ein else if. Ja, das heißt, er würde im Prinzip das nochmal prüfen, hat er wirklich einen Kreis eingegeben. Und hier schreiben wir jetzt Kreis rein. Jetzt kopiere ich mir das wieder von hier oben, wo es nur einen Wert gibt. Schmeiße hier den Strich nochmal raus und das wäre dann Kreis, Fläche oder Kreis, Umfang. Jetzt ist nochmal wichtig, oder lass es mal so stehen. Da ist es nämlich noch nicht ganz passend, aber ich kann schon mal zeigen, was hier passiert. Hier meckert er jetzt rum, weil das 3, das heißt nämlich Dreieckfläche und die 3, machen wir hier ein S rein, dann passt das hier auch wieder. Jetzt geben wir das Ganze mal aus. Ich habe das, glaube ich, eh schon mal vorbereitet. Ach, hier unten ist es. Ich bin ja soweit. Machen wir Steuerung X und schmeißen das hier rein. So. Ich habe es jetzt ein bisschen anders implementiert, als ich es eigentlich machen wollte, deswegen passt das jetzt hier nie ganz. Nicht so schlimm, das schmeißen wir raus. Und hier müssen wir jetzt einfach mal die Querschnittswerte das hier umbenennen. So. Oder machen wir es vielleicht daneben, das sieht man es ein bisschen besser. So. Ja, was gibt er uns jetzt hier aus? Er gibt uns im Prinzip die Fläche aus. Na, Entschuldigung, den Umfang. Ja, warum das? Ja, weil der Umfang zuletzt steht. Hatte ich Ihnen ja vorhin eingangs gesagt, wenn Sie hier unten nichts anderes angeben, ganz zum Schluss, dann gibt er immer das aus, was jeweils zuletzt berechnet wurde. Und dadurch, dass zuerst die Fläche ermittelt wird, danach der Umfang. Ja, wenn ich zum Beispiel sage Quadrat, dann rennt er hier rein, rechnet das aus. Das hier guckt er dann gar nicht mehr rein, weil steht der else if. Also gibt er dann diesen Anweisungen hier aus. Und das wäre im Prinzip bei 3. 4 mal 12, ja, also 4 mal 3 wäre dann 12. Ja, wie kann man das jetzt korrigieren? Ich gehe jetzt hier unten mal auf den Enter und schreibe jetzt hier unten nochmal explizit rein, was soll er ausgeben. Nun möchte ich allerdings Fläche und Umfang ausgeben. Ich möchte quasi jetzt zwei Werte zusammenfassen und dazu brauchen wir einen Vektor. Dazu gehe ich jetzt hier auf Matrizen und Tabellen und baue mir jetzt hier einen Vektor ein. Mach es erstmal so. Und sage jetzt rein, der erste Wert soll A sein und der zweite soll U sein. Und jetzt wird er quasi diesen Wert hier ausgeben, weil der quasi diese Anweisung hier ausführen und das ist quasi der letzte Wert, also würde das quasi jetzt hier ausgeben. Ja, sehen wir, es bekommen wir hier sowohl die Fläche als auch den Umfang ausgegeben. Wenn Sie oftmals ist es so, wenn das hier noch mehr Werte sind und man hat jetzt keine Lust, das Ganze alles untereinander zu schreiben, weil es einen Haufen Platz einnimmt, macht man folgenden Trick. Gehen wir mal raus, dass Sie hier sagen, ich mache da eine Matrix. Also hier so ein Spaltenvektor, ja, schreibt dann hier rein A und U. Dann schreibt man das quasi hintereinander. Allerdings, wenn Sie jetzt diese einzelnen Werte ansprechen wollen,
Vielleicht das hier mal ganz kurz. Dann müssen Sie es als Matrix ansprechen. Also wenn Sie zum Beispiel nur den ersten Wert haben wollte, müsste ich jetzt hier sagen, gib mir den allerersten Wert. Ja, dann bräuchte ich quasi zwei Indizes. Ja, würde ich nur einen verwenden, das geht im MATCAT leider nicht. Theoretisch bräuchte ich eigentlich nur einen, weil es gibt ja eigentlich nur eine Zeile, ja. Aber da wird das rot, weil das kennt er quasi bei einer Matrix nie. Es muss ein Vektor sein. Also er akzeptiert nur Vektoren, wenn die quasi untereinander geschrieben sind. Aber da kann man jetzt folgenden Trick machen. Ich möchte dennoch diese kurze Schreibweise verwenden, dass ich einfach transponiere. Dass ich ja sage, na gut, ich schreibe das quasi wie eine Matrix auf, drehe das Ganze allerdings dann um mit dem T, wo ist es hier? Und dann bekomme ich es untereinander geschrieben und dann brauche ich auch bloß noch einen Vektor. Ja, das mache ich relativ häufig, wenn ich jetzt im Prinzip hier ein bisschen Platz sparen will. Klar, bei diesen zwei Werten ist es jetzt egal, aber nehmen wir an, Sie hätten jetzt hier drei oder vier Werte. Dann arbeite ich immer ganz gerne mit transponiert, schreibe das jetzt aus Platzgründen quasi wie eine Matrix auf, ja, die dann nur aus einer Zeile besteht, transponiere die und bekomme dann wieder das Ganze hier als Vektor ausgegeben und brauche dann auch das wie ein, brauchst nur wie ein Vektor behandeln und musst nicht ständig mal dann immer mit zwei Indizes arbeiten. So, das wollte ich jetzt hier noch zeigen. Ach so, genau. Was passiert allerdings, wenn ich jetzt hier das mal falsch schreibe? Ja, zum Beispiel ein Klassiker, ich schreibe das einfach groß. Ja, dann rennt er nirgendwo rein. So, ich erzeuge hier quasi einen sogenannten logischen Fehler. Ja, er rechnet hier was aus, aber er rechnet eigentlich gar nichts, sondern wenn ich hier Kreis groß schreibe, dann ist ja keine dieser Bedingungen erfüllt, denn er wartet hier eine Kleinschreibung. Und Werte werden im MATCAT einfach automatisch mit 0 belegt. Ja, normalerweise ist jetzt A und U gar nicht besetzt. Ja, aber ich gebe es halt trotzdem aus und dann wird das erstmal als 0 ausgewertet. Das ist ähnlich wie in Excel. Dann werden die Werte auch, wenn sie nicht besetzt sind, erstmal mit 0 vorbelegt. Allerdings ist dieser Fehler ziemlich offensichtlich. Ja, also man sieht sofort, aha, okay, stimmt was nicht. Schlimmer wäre es, wenn jetzt Folgendes passieren würde. Ich schreibe mal die Funktion hier nochmal um. Und zwar gehe ich hier, ich muss mal eine Kopie davon machen. Schmeiße das mal hier rein. Und werde hier mal den letzten Ausdruck löschen. Wie kann ich das hier auch? So. Und mache hier mal ein else rein. Upp, wo haben wir es hier? Und sage einfach nur ein else. So. Was würde dann passieren? Ja. Dann rennt er mir im Prinzip hier bei Kreis rein. Gut, das wäre in dem Fall richtig. Ja, weil ich ja sage, gut, es ist weder Quadrat, weder Dreieck. Noch Rechteck, also Kreis, ja, aber selbst wenn ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn machen würde, zum Beispiel, ich lasse das hier mal mit Kreis klein stehen und tu mal hier irgendwas Irres reinschreiben, dann wird er im Prinzip hier bei, wobei, was macht er jetzt hier? Ja, dann macht er was ganz Irres. Wieso? Was passiert jetzt? Und zwar passiert folgendermaßen. Er rennt jetzt hier in den Else-Block rein, denn diese Schreibweise ist jetzt weder diese, noch diese, noch diese, sondern diese. Das heißt, er tut quasi immer, wenn ihr irgendein irrer Text übergeben wird, macht er daraus einen Kreis. Warum sieht das so komisch aus? Ja, ganz einfach, weil die erwartet hier ein Skalar. Ich übergebe aber einen Vektor. Ja, das heißt, er tut jetzt quasi hier das hier, also für diesen, tut quasi zwei Kreise ausrechnen, ja, einmal den für den Radius 3 und einmal den für den Radius 2 und deswegen sieht das so aus. Man kann das, glaube ich, auch irgendwie aufblättern. Ich habe es vergessen, wie das ging, dass man dann hier wirklich dann, normalerweise sehen Sie jetzt hier drin noch ein Feld drin reingepackt, nämlich hier einmal das A und das U für den Radius 3, das ist hier in diesem Feld drin und das A und das U für den Radius 2 wäre jetzt hier drin. Ja, also so würden sie jetzt nämlich einen ziemlichen Fehler erzeugen. Das heißt, wie wir das vorhin hatten, war das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man halt sowas abfangen. Dass wir zumindest darauf achten, dass es richtig geschrieben ist. Das heißt, hier kommen wir jetzt auf 0. Man könnte das noch eleganter machen, dass man sagt, naja, für den Fall, dass das hier falsch geschrieben ist, tue ich doch noch ein else einbauen. Mach das hier mal. Und im Fall von else gibt er im Prinzip NaN aus. Das ist dann ganz sauber geschrieben. Mit Return tue ich quasi die Funktion jetzt eher verlassen, Return, und gebe hier aus NaN. Und dann, das bedeutet not a number, und das ist quasi ein richtiger Fehler. Ja, also bisher war es ein logischer Fehler. Ich zeige es nochmal, wenn er quasi 0 und 0 ausgibt, das ist im Prinzip
Theoretisch können wir damit weiterrechnen. Ja, 0,0 ist ja eigentlich ein regulärer Wert. Ich meine, wir sehen das, dass das nicht sein kann. Wenn ich hier 3 und 2 übergebe, kann hier kein 0,0 rauskommen. Ja, aber theoretisch könnte das MATCAT damit weiterarbeiten. Das sind ja reguläre Werte. Mit denen kann er nicht weiterarbeiten. Das ist quasi jetzt hier einen richtigen Fehler, den wir jetzt quasi künstlich produziert haben. Also wenn Sie jetzt mit dieser Funktion quasi weiterarbeiten wollten, beziehungsweise mit dem Rückgabewert dieser Funktion, würde das Ganze jetzt hier stoppen. Ja, wenn Sie 0,0 ausgeben würden, dann würde das Ganze hier nicht stoppen. Ja, deswegen ist das so noch ein bisschen eleganter, weil so tun Sie damit sicherstellen, dass wirklich hier immer nur der richtige Typ übergeben wird. Ansonsten gibt es hier eine Fehlermeldung. Ja. Return bedeutet im Prinzip, dass er hier eher abbricht. Also mit Return tun Sie quasi jetzt an dieser Stelle die Funktion verlassen und diesen Wert ausgeben, ja, sodass sie unten gar nicht mehr reingeht. Also ich hätte natürlich auch sagen können, okay, für den Fall, das könnte man auch so machen, aber das würde ich jetzt nicht so klug finden, dass Sie das meinetwegen so reinschreiben und dann geben Sie halt anstelle von A, N, A, N aus. Und anstelle von U. Und dann sehe es halt so aus. Ja, aber ich finde das albern, ja, besser war aus meiner Sicht die andere Variante, weil ob ich jetzt, also in dem Fall würde ich es eher so klüger finden. Aber okay, manchmal ist es wichtig, dass man halt die Datenstruktur einbehält, auch für eine etwaigen Fehlermeldung. Dann kann man das auch so machen. Ja, habe ich glaube ich alles dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ach so, noch ein Punkt ist vielleicht noch mal interessant. Letzter Fehler, den man hier noch machen kann bei der ganzen Geschichte, ist, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Werte übergebe, die jetzt in sich nicht konsistent sind. Zum Beispiel, ich das Ganze noch mal korrigieren. Ich gehe jetzt hier auf Dreieck, aber oder machen wir vielleicht doch, machen wir drei. Kopieren wir uns das hier. Wir übergeben zwei Werte und hat man eh schon gerade habt den Fall und sagen aber, dass es ein Kreis ist. Ne? Das passt nicht zusammen. Weil normalerweise im Fall eines Kreises erwartet er ein Skalar und kein Vektor. Und dann bekommen wir eben genau das. Und das können Sie noch abfangen, indem Sie sagen, okay, ich prüfe zunächst, ob es im Prinzip, ich baue es ja nochmal davor. Wichtig ist, wenn Sie so einen Code verändern, immer vorher eine Kopie machen. Weil Sie wissen ja nie, ob die Veränderung am Ende besser ist oder schlechter. Deswegen kopiere ich mir das vorher und tue es hier nochmal eine Abfrage einbauen, nämlich die zweiseitige Verzweigung, die wir hier oben hatten. Die kopiere ich mir gleich mal raus und baue das Ganze jetzt nochmal idiotensicher auf, um halt auch diesen Fall mit zu berücksichtigen. Und sage hier, okay, ist skalar. Ja. Ich prüfe zunächst, ob es ein Skalar ist und dann prüfe ich, ob es ein Quadrat oder ein Dreieck oder ein Kreis ist. Mal gehe jetzt hier rein. So. Also gehe jetzt hier und sage hier if. Dann sagen wir hier t gleich Quadrat. So, dann soll er das machen. Das wieder raushauen. Dann kommt hier ein else. Und, alt, Entschuldigung, wir wollen ja ein else if. Wir wollen ja ganz sicherstellen, dass er wirklich sagt, dass es ein Kreis ist. Also ein else if. Else if. Holen uns hier die Bedingung vom Kreis hier unten. Schmeißen das hier rein. Und holen uns hier die Anweisung vom Kreis. Steuerung C. Steuerung V. Schmeißen das wieder raus. Also ist es Quadrat, dann ist es entweder, also wenn es ein Skalar ist, dann entweder Quadrat oder Kreis. Prüfe ich also nochmal ab, auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt kommt hier das else und jetzt prüfe ich hier wieder mit if. If, wo haben wir es? Hier Quadrat. Nee, hat man schon gehabt, Rechteck. Also bei 2 war es Rechteck, oder? Dann halt hier war es. Gehen wir auf Steuerung X, damit das auch gleich verschwindet. Das Ganze etwas übersichtlicher. Dann wieder ein Else-If dahinter. Und hier brauchen wir jetzt das Rechteck und das Dreieck. Hier war's. So, hier die Anweisung dazu zum Dreieck. Das wieder gelöscht. Jetzt können wir das eigentlich hier alles raushauen.
und müssen jetzt noch überlegen, was machen wir jetzt für den Fall, dass er weder hier reingerannt ist und weder hier reingerannt ist. Das ist dann der Fall, wenn A und U 0 sind, also wie ist es klar. Ich könnte jetzt hier natürlich noch sagen, okay, else, das ist quasi doppelt. Oder ich mache es halt nur einfach. Ich mache es auch mit else hier hinten. Also gehe jetzt hier nochmal dahinter und sage hier else und dann ist A und U NaN. Oder einfach nur NaN. N. Moment, dann muss ich allerdings. Okay, jetzt kommen wir besser. Wir machen das gleich in den Vektor. Wenn wir das so machen, den nennen wir einfach R für Result und geben den hier einen Index. Ja, wenn man so einen Code so quasi live entwickelt, muss man immer ein bisschen hin und her denken. Ich muss, es geht quasi den Weg, den sie eigentlich nicht gehen sollen, dass sie quasi das direkt entwickeln. Man soll mal vorher planen im Visio. Das macht jetzt gleich im Medkit. Das Ganze halt mal idiotensicher programmieren. Und jetzt sage ich, der erste Wert ist quasi die Fläche, der zweite ist quasi der Umfang. Jetzt habe ich quasi einen Rückgabewert, den ich mit einmal ansprechen kann und nicht zwei Variablen. Bisher hatte ich immer zwei Variablen. Ups, habe mich ja verklickt. Ist immer schwer, wenn man spricht und gleichzeitig hier programmiert. So, das ist dieser. Dieser. Und jetzt kann ich nämlich hier, tue mich auch hier ein bisschen leicht und brauche auch nur sagen, R ist gleich NaN. Nein, machen wir es vielleicht doch anders. Nee, wir machen es doch vielleicht so. Mir gefällt das besser, weil da können wir schon mal eine einseitige Verzweigung hier einbauen. Wir schmeißen das else nochmal raus. Lässt er jetzt nicht zu. Gehen wir hier dahinter. Jetzt ist es weg. So. Jetzt haben wir es. Und hier tun wir allerdings jetzt immer noch mit dem R arbeiten. R. Und dann brauchen wir das nur einmal ansprechen, haben wir nicht sinnloserweise zwei Variablen. Weil eigentlich ist das albern, hier mit zwei Variablen zu arbeiten. Das ist besser, man tut dann gleich mit dem Vektor das Ganze ausgeben. Das war R1 und das wäre R2. Und jetzt prüfe ich einfach, ob das R bisher gesetzt wurde. Ja. Und das könnte man eigentlich prüfen, indem wir sagen, auf R, so, dann können wir Folgendes probieren. Wir klicken hier davor und tun das R erstmal auf NaN setzen. Sagen R ist gleich NaN. Ups, da habe ich mich verklickt. Das war natürlich falsch, ich muss hier und hier bei Programmierung rein, nicht hier hinten. Und hier R ist gleich NaN. So, das quasi damit belegen. Wenn er hier irgendwo rein geht, ja, dann tut aber das R quasi überschrieben, macht daraus jetzt hier diesen entsprechenden Vektor. Und jetzt kann ich jetzt nochmal entscheiden, bevor ich das rausgebe, prüfe ich jetzt nochmal. Nee, das war's eigentlich schon. Genau. Das ist eigentlich schon fertig. Ja? Das heißt, in dem Fall wird es überschrieben. Wenn er hier nirgendwo reingeht, bleibt er auf NaN. Ja, das sieht man jetzt hier schön. Ja, wenn ich jetzt hier Kreis, Moment, das sollte eigentlich. Ah, genau. Hier, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kreis übergebe und ich habe jetzt hier einen Vektor übergeben, macht er NaN draus. Das Ding ist im Prinzip idiotensicher. Ja, mit diesem kleinen Trick. Gut, ihr habt die einseitige Verzweigung jetzt doch nicht gebraucht. Ja, aber Sie sehen, wenn man das relativ geschickt aufbaut, kommt man da doch ganz gut dann damit klar. Ich habe allerdings jetzt hier keine mehrseitige Verzweigung mehr, sondern hier eine zweiseitige und in der zweiseitigen wieder eine zweiseitige drin. Ja, so sieht das jetzt ganz jetzt hier aus. Wir werden es gleich ganz normal ins Visio rüberbringen und jetzt quasi den rückwärtigen Weg gehen oder Reverse Engineering betreiben und quasi jetzt hier im Nachhinein das Flussdiagramm erstellen. Und, aber das Ding ist quasi jetzt idiotensicher. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal was falsch schreibe, da kommt auch NaN raus.
Ja, oder wenn ich jetzt hier eine falsche Konstellation übergebe, das heißt beim Kreis zwei Parameter, dann reagiert er auch entsprechend drauf. Ja, also auf die Art und Weise können Sie theoretisch auch hier einen, ja, würde ich mal sagen, idiotensicheren Code schreiben. Allerdings habe ich die Kontrollstruktur natürlich hier etwas verändert im Vergleich zu dieser. Ja, dieser Code war jetzt in dem Fall nicht wirklich idiotensicher. Ja, ich wollte das Ganze jetzt nochmal darstellen im Flussdiagramm. Dazu wechsle ich jetzt nochmal abschließend ins Visio. Wo ist es jetzt hin? Hier. Und machen wir hier ein neues Dokument. Oder machen wir es gleich drunter? Machen wir es gleich drunter. Ich gehe mal ein bisschen heraus, schmeiße das hier rein. Und schiebe das mal ein bisschen rüber. Weil ich kann gleich hier oben die Konstrukte verwenden. Ich. Na, okay, vielleicht machen wir es doch. Hier daneben können wir das kopieren, ja, Duplicate. Und weil ich brauche doch den Platz ein bisschen, wenn ich es nämlich drunter mache, ist das zu klein vom Zoom her und dann können Sie das kaum verfolgen. Die Eingabe bleibt gleich. Ja, die können wir gleich verwenden. Das Ganze schiebe ich jetzt hier etwas runter. Und hole mir jetzt hier diese Anweisung rein mit diesem R ist gleich NaN. Also hier eine Anweisungsbox, die schiebe ich jetzt hier dazwischen und schreibe jetzt hier rein R ist gleich NaN. Damit hätte ich jetzt, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit das von der Größe her besser passt. So, da hätte ich jetzt quasi diesen Teil hier erledigt. Können wir das hier durchstreichen? Ich glaube, da gab es hier Review. Boah. Tra. Hier, doch bei Tra gab es, glaube ich, hier auch einen Stift. Genau, haben wir es durchgestrichen. Und jetzt kommen wir hier zu der ersten Entscheidung. Die können wir gleich hier verwenden. Tun allerdings die Pfeile mal rausschmeißen, weil die werden uns nur irritieren. Und allerdings, ich nehme die doch nicht, weil ich weiß, ich habe da schon meine ähnliche Verzweigung ja schon bei einer anderen Funktion verwendet. Und die hole ich mir jetzt gleich, nämlich hier, nämlich ist Skalar. Sie erinnern sich vielleicht. Und werde die jetzt hier verwenden. Also jetzt diese hier. Und jetzt kommt in dieser Verzweigung wieder eine neue Verzweigung. Also wieder eine neue einfügen. Die habe ich jetzt leider noch nicht. Und hier mache ich jetzt den Vergleich. T gleich Quadrat. So. Jetzt muss ich hier das ein bisschen rausziehen. Die Pfeile, wie gesagt, die müssen noch weg. Das auch, das auch, das auch, das hier oben. Schmeiß mal raus. Jetzt müssen wir noch so eine Gruppierung aufheben. Wo haben wir das? Grupp. Ist irgendwie noch eine Gruppe drin. Jetzt Grupp, Angrupp. Hier ist irgendwo das raus. Ah, okay, so ist das. Rückgängig einfach hier kleiner machen und neue Gruppe. Grupp. So. Und achso, was habe ich eigentlich gemacht? Das war jetzt hier fürs Quadrat. Okay, das können wir gleich verwenden. Das schreiben wir mal rüber. Also, wenn das ein Quadrat ist, so, dann soll das hierhin, soll das gemacht werden. Du musst mal schnell verbinden, damit Sie mir vielleicht besser folgen können. Also hier eine Verbindung hier rein. Dann haben wir das erledigt. Jetzt kommt hier in dieser Verzweigung, wenn sie wahr ist, schieben wir das mal rüber, kommt die nächste. So. Und jetzt prüfe ich hier ab, ist das im Prinzip t gleich Quadrat? Wenn ja, dann rechne hier ein Quadrat aus. Wenn nein, kommt die nächste Verzweigung, t gleich Kreis. Hier wieder. Dann soll ich einen Kreis machen, das Ganze wieder Gruppe auf Angrupp. Dann können wir das hier rausschmeißen, die Linie raus, das kleiner und hier wieder gruppieren. Und das sieht dann so aus. Dann wieder den Connector rein. Das wäre jetzt für den Fall, dass es ja, dass es nein ist. So.
Schnell noch beschriften, auch ganz wichtig, wird gerne vergessen. Das ist der Jahrzweig. Doppelklick einfach hier auf den Verbinder. Das ist auch der Jahrzweig. Das wäre der Nein-Zweig. Und das wäre wieder Ja. Jetzt geht es hier weiter. Hier drüben, nämlich für den Fall, dass es nicht so ist, dann, das tun wir jetzt mal duplizieren, die beiden. Oder es genügt, eins zu duplizieren. Und schmeiße es jetzt hier rüber. Dann prüfe ich, ob es ein Rechteck ist. Zack. Oder ob es ein, was hat man gesagt, Dreieck fehlt noch. Dreieck. Zack. Und wieder verbinden das Ganze. Achso, noch die Rechnung dazu schmeißen. Das haben wir jetzt hier das Rechteck. Also wieder rechte Maustaste, Gruppierung aufheben, das hier raushauen, den Strich raus, runterziehen, neu gruppieren. Die Formeln, die Sie hier sehen, kommen übrigens aus dem Mad Cat. Die habe ich im Mad Cat gemacht, glaube ich, wenn ich richtig Erinnerung habe. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen hier das einfach als Bild da eingefügt, als Screenshot. Kann auch sein, dass ich mit Formel, die da gemacht habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Kann auch sein, dass ich das hier oben über. Ups, jetzt haben wir hier. Die Gruppierung habe ich hier aufgehoben. Nee, habe ich nicht. Deswegen das Ganze jetzt hier gestaucht. So, und wieder gruppieren. Nicht Copy, sondern Grupp. Sieht ähnlich aus, aber ist nicht dasselbe. Oho. Ist das gar keine. Na. Hallo, die Gruppe ist weg. Grupp. Sagen wir mal hier Grupp. Passt. Und hierher. So, wieder verbinden, ganz wichtig. Also hier, das wäre für den Fall, dass es nicht so ist. Dann gehen wir hier rein. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Man müsste das ja noch ein bisschen rüberschieben, um Platz zu gewinnen. So. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Sehr schön. Ungefähr auf derselben Höhe wie das. Dann wieder hier verbinden. Hier runter. Das hierher verbinden. Muss dann hier, ich habe es hier Formel so richtig gehabt, das ist jetzt ein Dreieck, ja genau, das sieht gut aus. Das ist ein Rechteck, das passt auch. Das wäre der Kreis, okay, passt. So, und jetzt gibt es noch, ja, und jetzt ist hier die ganze Ausgabe. Gut, ich habe das Ganze noch U und A genannt, bitte sehen Sie mir das nach. Ich habe jetzt keine Lust, das hier in R1 und R2 umzubenennen, weil das würde jetzt zu viel Zeit kosten, will auch Ihre Geduld nicht zu sehr strapazieren, deswegen lasse ich mal die alten Bezeichnungen hier stehen. Und muss natürlich das Ganze jetzt hier noch hier nach unten verbinden. Und das hier auch. Das hier auch. Und das. Und das hier freilich auch. So, und natürlich Beschriften nicht vergessen. Also das wäre jetzt für Ja. Quatsch, nein. Logischerweise. Das wäre allerdings Ja. Das wäre Nein. Ja und na, nein, hier unten war das Nein. So, wenn das nicht gefällt, dass das hier unten steht, dann können Sie hier mit dem Werkzeug hier mit diesem das Ganze auch noch nach oben schieben. So, so das vielleicht noch mal so und den Strich könnte man hier einfach hier mit rannehmen, dann sieht das noch ein bisschen besser aus. Und ganz wichtig ist, wenn Sie, oh, hier haben wir noch was beim Versp Ah, okay, das haben wir jetzt hier, wo wir das Werkzeug hier aktiv hatten. So, also mit dem Werkzeug können Sie quasi Text innerhalb in den Shapes verschieben. Mit diesem hier. Und das war es gar nicht Absicht, deswegen hat er mir das jetzt hier das wieder ausschalten. Und jetzt haben wir das wieder einigermaßen. Ja, so ungefähr. Ja, wichtig ist, wenn Sie hier fertig sind, dass Sie nochmal das Flussdiagramm durchgehen und checken, ob das wirklich so funktioniert. Weil oftmals ist dann nochmal so ein paar Fehler, die man nicht so richtig sieht. Das heißt, man sollte, ich gehe mal hier auf F5, damit ich hier genügend Platz habe und zoome mich mal ein bisschen ran. Ja, und fahre es nochmal ab. Also wir haben hier die Eingabe, die ist gleich geblieben, da haben wir nichts geändert, das passt. Dann haben wir hier den ersten Wert gesetzt. Okay, das war dieses R gleich NaN. Das wird auf NaN gesetzt. Jetzt sagt man hier, prüf mal ab, ist es ein Skalar? Wenn ja, jetzt fragt er, okay, ist jetzt T Quadrat? Wenn ja, rechnet das Ganze wie ein Quadrat und gibt das Ganze aus. Okay, Algorithmus zu Ende. Ja. Na, wenn es allerdings nicht so ist, nein, dann prüft er nochmal, ist jetzt ein Kreis? Wenn ja, rechnet das Ganze als Kreis,
gibt die Parameter aus und Algorithmus ist zu Ende. Ja, wenn nicht, gibt er die Parameter trotzdem aus. Ach so, aufpassen. Jetzt muss ich das Ganze noch, ich habe es ja hier R genannt. Ich muss allerdings A und U nennen, damit das ja konsistent ist. Oder müsste jetzt hier das Ganze wieder in R1 und R2 umbenennen. Schneller kommt das Ganze, schneller ist es einfach hier oben in A und U umzubenennen. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Sehen Sie, das war schon der erste Fehler, der sich eingeschlichen hätte. Also A ist gleich NaN. Und streng genommen ist immer eine Anweisung pro Sequenz. Also muss man das Ganze nochmal duplizieren. Und das muss man halt so machen. U ist gleich NaN. So. Wie gesagt, oder wir müssen das Ganze in R umbenennen. Aber das wäre jetzt aufwendig, in diese Formel nochmal reinzugehen. Und deswegen tue ich einfach das Ganze hierbei mit dieser. So. Und das wieder ein Stück runter. Und nochmal FF5. Fehler korrigiert. Also nochmal ranzoomen. Also hier, wenn das. Oh, jetzt haben wir hier noch. Shit. Hier ist noch was nicht richtig zu lesen. So. Und nochmal F5. Ne, so war es F4, F5. Mit der 5 kann ich quasi hier auf Vollbild gehen. Und also nochmal, jetzt sind wir hier gewesen. Und wenn für den Fall, dass es auch kein Kreis ist, dann sind wir quasi hier drin. Hier fehlt noch die Beschriftung. Das sehen Sie mir jetzt bitte nach. Das möchte ich jetzt noch korrigieren. Ich möchte nochmal zurückgehen. Also dann gibt er mir A und U aus. Ja, und A und U ist ja N und N. Passt. Ja, da haben wir halt einen Fehler drin. Ja. So, für den Fall, dass es kein Skalar ist, prüft er zunächst auf Rechteck. Wenn ja, wird A und U überschrieben. Ja, wird einfach dass er oben gesetzt ist mit diesen Werten hier, die ausgerechnet werden, und er gibt sie aus. Wenn nicht, prüft er nochmal, ob es ein Dreieck ist. Wenn ja, wird wieder A und U überschrieben hier mit diesen Werten, mit dieser Berechnung. Ja, und er gibt die aus. Wenn es nicht ist, ja, dann gibt er wieder A und U aus direkt. Die werden also nicht überschrieben. Ja, wir sind ja nirgendwo reingerannt und die haben wir hier oben gesetzt, also gibt da wieder NaN aus. Ja. Und so könnte das Ganze funktionieren. Wieso könnte? Es funktioniert ja auch so. Und so wäre jetzt das Flussdiagramm dazu. Was haben wir hier für Kontrollstrukturen? Wir haben eigentlich nur zweiseitige Verzweigungen, die miteinander verschachtelt sind. Das ist eine zweiseitige Verzweigung. Hier haben wir die nächste und hier haben wir die nächste. Also quasi dreifach ineinander verschachtelte zweiseitige Verzweigungen. Also keine mehrseitige mehr. Weil wir festgestellt haben, dass der mehrseitige Algorithmus instabil ist. Ja, den können wir theoretisch, der kann Fehler produzieren, während dieser Algorithmus fehlerfrei funktioniert. Okay, so viel zu dieser Übung. Ich möchte abschließend nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in dieser doch recht umfassenden, allerdings aus meiner Sicht auch relativ einfachen Übung alles gelernt haben. Dazu nochmal ein Blick in unser Algorithmus-Poster, was ja mehr oder weniger alles zusammenfasst, was wir an Algorithmik in diesem Kurs uns erarbeiten. Und zwar haben wir zunächst einmal gelernt, wie arbeite ich mit sogenannten Subroutines. Und hier schauen wir uns speziell die Functions an, weil wir das Ganze ja im Mathcat machen und im Mathcat gibt es nur Funktionen. Es gibt noch eine weitere Subroutine, nämlich die Prozedur. Die gibt es im Prinzip dann in anderen Sprachen, wie zum Beispiel VBA oder auch Java oder C++ und so weiter. Allerdings macht die jetzt im Mathcat keinen Sinn, da steht die uns nicht zur Verfügung. Während die Funktion immer einen Wert zurückgibt, steht auch hier returns a value, gibt die Prozedur keinen Wert zurück. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja, was macht nur eine Prozedur? Wenn ich zum Beispiel jetzt mal das Excel bemühe und ins VBA gehe, kann ich zum Beispiel mit einer Prozedur eine Zelle einfärben. Ja, dann mache eine Zelle blau oder grün. Ich kann eine Zellinhalt löschen, ja, oder Zellinhalt verändern. Das sind quasi dann Prozeduren. Und wie gesagt, die stehen uns in Mathcat nicht zur Verfügung. Deswegen schauen wir die uns hier in diesem Kurs nicht an. Wir werden uns nur auf die Funktionen konzentrieren. Ja, und eine Funktion besteht immer aus einem Namen, eine Prozedur übrigens auch. Also die werden immer angesprochen über einen Namen und können auch sogenannte Arguments bzw. Parameter haben. Ja, mit der ArgList bzw. den Arguments übergebe ich der Prozedur oder der Funktion oder generell gesprochen der Subroutine halt die Daten, mit der sie arbeiten kann. Ja, das muss allerdings nicht sein. Ja, Sie können zum Beispiel auch den Wert der Zahl Pi in Form einer Funktion implementieren. Das ist übrigens in Excel sogar so. Ja, wenn Sie in Excel
Ich zeige das mal ganz schnell. Wenn Sie in Excel die Zahl Pi ins Spiel bringen wollen, dann ist die in Excel in Form einer Funktion implementiert und diese Funktion gibt natürlich einen Wert zurück, also returns a value. Das muss eine Funktion machen von ihrem Charakter her, aber sie hat keine Argumente, weil das macht ja in dem Fall keinen Sinn. Ich habe schnell das Excel hier geöffnet. Ich meine, ich bräuchte jetzt hier die Zahl Pi, dann gehe ich hier auf ist gleich, dann gebe ich hier Pi ein und dann sehen Sie auch hier schon Pi, dann Klammer auf, Klammer zu. Sie sehen auch, da wird nichts. Ups, habe ich mich hier verklickt. Also nochmal, also hier ist meine Tastatur, es hat ein Ding weg, also ist gleich Pi, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt zeigt er auch nichts weiter an. Ja, auch wenn Sie auf den Assistenten gehen, dann sehen Sie, die hat keine Funktionsargumente. Sehen Sie mal die Funktionsargumente. Die gibt einfach die Zahl 3, noch was zurück. Ja, also Funktionen können Argumente haben, müssen sie aber nicht. Ja, normalerweise steuere ich über die Funktionsargumente die Daten, die in die Funktion einfließen und damit auch die Funktionsweise der Funktion. Aber es kann auch Fälle geben, wo ich diese Argumente weglasse. Ja, das haben wir gelernt, wie das geht. Schauen wir da nochmal rein. Wo haben wir das gemacht? Ja, ganz am Anfang schon. Ich scrolle hier nochmal hoch. Wir haben hier eine Funktion definiert, zum Beispiel Quadratfläche, übergeben ihr der Funktion die Seitenlänge des Quadrates und die rechnet dann einfach die Fläche aus. Wie gesagt, das sind ganz elementare Beispiele, um Ihnen halt das Verständnis zu erleichtern. Normalerweise ist der Inhalt einer Funktion komplizierter, wie wir auch später auch dann gesehen haben. Ja, oder hier bei Rechteck, da haben wir halt dann zwei Parameter in dieser Arglist, in dieser Argumentenliste, also einmal die A und B für die jeweiligen Seitenlängen eines Rechtecks und dann wird das entsprechend ausgerechnet. Vielleicht nochmal, ups, wo ist hier mein, nochmal ein Hinweis generell zu Subroutines. Mit Subroutines können Sie quasi bestimmte Funktionalitäten beschreiben oder auch Algorithmen implementieren. Das sind quasi allgemeine Handlungsanforderungen, ja, wie zum Beispiel die den Flächeninhalt eines Quadrates berechnen oder eines Rechtecks oder von mir aus auch eine, wenn Sie bei einer Subroutine bleiben wollen, beziehungsweise bei einer Prozedur eine Zelle einfärben, ja, dann übergebe ich der Prozedur halt die Adresse dieser Zelle als Parameter und dann färbt er die ein. Allerdings am Anfang programmieren Sie nur die Funktionalität. Ja, ich zeige es Ihnen nochmal in der Lösung. Hier zum Beispiel wird nur die Funktionalität programmiert. Die Funktion wird aber noch nicht aufgerufen. Ja, das passiert erst dann, wenn ich an späterer Stelle die Funktion aufrufe, wie zum Beispiel hier in Excel hier die Funktion Pi. Jetzt rufe ich die Funktion auf und jetzt erfüllt sie quasi ihre Funktion. Oder ich gehe noch mal kurz rein hier in die Funktion links. Ja, die hat jetzt einen Parameter. Dann gehen wir hier rein, übergeben jetzt hier einfach einen Text, zum Beispiel Hallo. Ja, und sage zwei Buchstaben. Das heißt, jetzt, wo ich die Funktion aufrufe, jetzt wird sie im Prinzip auch aktiv und verarbeitet jetzt hier diese Information. Ich nehme also hier von dem Text, den ich hier als Parameter übergebe, jetzt hier zwei Buchstaben raus und gebe diese zurück. Ja, das heißt, hier in MathCat haben wir zunächst erstmal nur die Funktion definiert, das heißt programmiert und dann in späterer Folge haben wir sie aufgerufen und dann auch verwendet. Das heißt, das sind im Prinzip nur Platzhalter. Ja? Das heißt, hier wird noch nichts ausgegeben. Ja, nochmal hier auf das Beispiel zurückgekommen, weil manche machen dann den Fehler, dass sie hier eine Funktion definieren. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier mal Quadratfläche. Quadrat, Fläche und übergeben jetzt hier a. Und es kommt hier Definitionszeichen, also Doppelpunkt ist gleich a Quadrat. Und dann machen sie ein ist gleich. Ja, und das macht natürlich keinen Sinn, ja, weil das A ist ja noch gar nicht definiert. Ja, das kommt ja erst dann viel später ins Spiel. Das heißt, hier kann man noch nichts ausgeben. Das ist der Charakter der Funktion. Sondern Sie haben erstmal nur eine allgemeine Handlungsanweisung definiert. Wie kann man die Fläche eines Quadrates ausrechnen? Ja, und jetzt können Sie an späterer Stelle die Funktion verwenden. Und dann können Sie auch ein Ist-Gleich dahinter eingeben, indem Sie sagen Quadrat Fläche und übergeben jetzt hier, was weiß ich, 3. Und er rechnet dann entsprechend aus. Jetzt wird quasi die Funktion aufgerufen, genauso wie wir hier in Excel, wo war es, hier die Funktion links oder Pi aufgerufen haben. Ja, das heißt, hier in MathCat kommt noch was dazu im Vergleich zur EDV1. Ja, wir können jetzt eigene Funktionen bauen. Das haben wir in EDV1 nicht gemacht. Ja, in EDV1 haben wir quasi nur hier uns
in diesem Bereich aufgefallen. Wir hatten halt eine Bibliothek an Funktionen, haben die einfach verwendet, miteinander kombiniert und so weiter, um halt bestimmte Datenverarbeitung durchzuführen. Und jetzt hier in Madcat haben wir die Möglichkeit, da kommt jetzt hier manchmal blau, das noch dazu, dass ich mir quasi eigene Funktionen bauen kann. Wir bauen das quasi aus. Noch ein anderer Hinweis, selbst wenn Sie jetzt hier zum Beispiel sagen würden, A ist gleich, Sie definieren das quasi vorher, ja, dann können Sie mal ausprobieren, was dann passiert. Dann, selbst dann kommt ein ist gleich ein Fragezeichen, ne? Weil das ist ein interner Parameter, der kann im Prinzip jetzt noch nicht ausgewertet werden, erst dann, wenn ich hier das entsprechend übergebe. Ja, im Übrigen können Sie natürlich Folgendes machen, dass Sie sagen, na gut, ich lasse den Parameter weg. Hier. Und dann würde das, glaube ich, sogar funktionieren, oder? Ja, dann würde es funktionieren. Aber dann ist es in streng genommen keine Funktion mehr. Ja. Weil dann greifen Sie auf diese Sache hier zurück. Das ist quasi nur ein Parameter, wie man das auch bereits im EDV1 im Madcat gemacht haben. Ja, also bitte, ich mache es leider mal rückgängig. Also wir wollen ja mit Funktionen arbeiten. Dann lassen Sie bitte das weg, dass Sie sowas auswerten können. Auswerten können Sie es erst später. Ja, das ist ganz wichtig. Das haben wir kennengelernt. Und hier wechsle ich nochmal zurück ins Acrobat. Und das war der erste Teil, den wir kennengelernt haben. Wichtig ist, wenn Sie hier die Funktionsargumente definieren, dass Sie da möglichst auch die Datentypen mit angeben. Und die haben wir hier oben mal zusammengefasst. Versuchen wir mal umschalten hier auf die Hand. So, ziehen wir es mal ran. Und hier das Zoom. So, hier haben wir die Datentypen. So, das ist natürlich jetzt die normale Bezeichnung, wie es jetzt im Englisch, üblich macht man das im Englischen. Sie können bei mir also auch die deutschen Bezeichnungen verwenden. Das ist ja im Madcat nicht ganz so heikel wie zum Beispiel bei typisierten Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++ und so weiter. Da muss man die Datentypen ganz genau angeben. Hier im Madcat muss man das, also geht es gar nicht, die Datentypen anzugeben. Im VBA kann man sie angeben, muss man aber nicht. Dennoch ist es wichtig, wenn wir jetzt hier so eine Funktion beschreiben, wie zum Beispiel hier, dass wir hier im Prinzip bei der Eingabe die Datentypen definieren. Ja, weil der Datentyp gibt dann quasi auch den Algorithmus vor. Das heißt, wenn wir eine Funktion beschreiben, dann beginnt das in der Regel mit einer Eingabe, ja, muss aber nicht. Ja, also theoretisch kann man das auch weglassen. Wenn Sie es weglassen und es keine Eingabe gibt, dann bitte das Start mit reinnehmen. Ja, dass Sie hier das Startzeichen anfügen. Aber bei einer Funktion endet es auf jeden Fall mit einer Ausgabe. Ja, bei einer Prozedur muss es keine Ausgabe geben und auch keine Eingabe. Aber wie gesagt, Prozeduren, das tun wir am Rande hier mit erwähnen, der Vollständigkeit halber. Wir werden uns nur mit Funktionen beschäftigen. Aber eine Funktion hat immer eine Ausgabe. Ich tue das hier mal markieren. Rot, ja, das hat sie auf jeden Fall. Ja, eine Eingabe kann sie haben, muss sie nicht. Ja, in der Regel hat sie bei uns einer jetzt hier bei den Unterrichtsbeispielen, aber für die Praxis gibt es auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel in Excel die Funktion Pi, dass sie keine hat. Ja, im Falle, dass Sie die Eingabe und die Ausgabe haben, können Sie das Start, ja, und das Endsymbol auch weglassen. Wenn Sie es trotzdem machen, ist es kein Fehler. Aber normalerweise in der Informatik gilt ja das EVA-Prinzip, also E steht für Eingabe, V steht dann hier für die Verarbeitung, ja, das ist jetzt hier die Verarbeitung, und A steht für die Ausgabe. Ja, wenn Sie nach dem EVA-Prinzip gehen, dann beginnt das Ganze immer mit einer Eingabe und hört mit einer Ausgabe auf. Ja, bei einer Funktion gilt das auf jeden Fall, wie gesagt, bei Prozeduren nur zum Teil. Und hier bei der Eingabe und Ausgabe beschreibt man normalerweise den Datentyp. Ich habe das ja relativ primitiv gehalten, ja, habe das ja einfach nur Zahl genannt. Wenn Sie es ganz genau machen wollen, kann man das jetzt ja auch hier noch ganz genau zuordnen. Wir unterscheiden nämlich einmal hier den booleschen Datentyp, also wahr oder falsch. Ja, das brauchen wir dann für die Bedingung. Das ist der einfachste Datentyp von Elementardaten. Der nächste Form der Elementardaten, also Elementar sind quasi Skalare, das sind quasi einzelne Daten. Ja. Wäre dann die Zahlen und unterscheiden wir einmal mal ganzzahlige Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 oder Dezimalzahlen, wie 5,5, 6,7 und so weiter. Je nach Größe kann man das dann immer noch unterscheiden. Das ist allerdings für den Kurs hier nicht relevant. Das ist dann eher bei richtigen Programmiersprachen, kann man das dann noch ein bisschen eingrenzen.
Wenn man sagt, okay, ich brauche halt nur kleine Zahlen, dann nimmt man halt einen kleineren Kategorie. Braucht man sehr große Zahlen, nimmt man halt eine große, aber das spielt ja jetzt in dem Kurs überhaupt keine Rolle. Ja, wenn Sie das hier hinkriegen, ist das schon viel. Dann gibt es noch ein paar Spezialzahlen, wie zum Beispiel oftmals werden bestimmte Daten noch als in Form von Zahlen kodiert. Das kann zum Beispiel eine Währung sein. Wir erinnern uns an die Zeitcode, ja, in Excel, ja, dieser spezielle Zahlentyp und Dezimal ja auch nochmal so ein Spezialtyp. Auch das ist jetzt für den Kurs nicht von Relevanz. Ja, das können Sie auch hier vergessen. Ja, also das ist ja wichtig, das. Und dann gibt es noch Non-Numerical, also alphanumerisch. Und das sind quasi Char, das sind dann einzelne Buchstaben, A, B, C oder D. Ja. Und dann unterscheiden wir nochmal Composite-Datentyp, das sind quasi zusammengesetzte Daten, ja, die sich quasi aus diesen Daten, aus diesen elementaren Daten zusammensetzen können. Zum Beispiel ein String, ja, der besteht normalerweise aus Buchstaben, ja, wie zum Beispiel Hallo oder so. Das sind dann quasi fünf Buchstaben, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, also es ist ganz klassischer String oder Text. Objekte, ja, brauchen wir jetzt hier nicht. Im VBA wäre das wichtig. Ja, Sie können auch komplett dann Daten in Objekten zusammenfassen. Spielt jetzt im Mathcad keine Rolle. Text schon, ja. Und der Datentyp Variant, das ist quasi ein Datentyp, mit dem können Sie alles Mögliche reinschmeißen. Streng genommen ist, ja, das können wir eigentlich auch vergessen in Mathcad. Wichtig ist es noch hier, Sie können natürlich auch Daten in Form von Arrays, also Feldern zusammenfassen. Da gibt es einmal das eindimensionale Array, ja, das ist quasi ein Vektor, oder auch das zweidimensionale Array, das wäre dann die Matrize oder die Tabelle. Theoretisch bei höheren Programmiersprachen jetzt in Mathcad geht das theoretisch auch, ja, können Sie auch mehrere Dimensionen verwenden, ja, also dreidimensionale, vierdimensionale, fünfdimensionale, ja, aber ab der vierten Dimension kann man es nicht mehr grafisch darstellen. Also wir verwenden der Einfachheit halber im Prinzip hier nur diese, ja, und die anderen Sachen können Sie hier wieder ignorieren, die spielen jetzt in Mathcad keine Rolle, die würden in VBA eine Rolle spielen. Jetzt sehen Sie auch, warum ich jetzt hier mich auf Mathcad konzentriere und weniger auf VBA, weil wir da viele Sachen weglassen könnten, ja, die wir jetzt hier in VBA uns anschauen müssten. Und normalerweise kann man dann hier die Daten in so einer Tabelle hier beschreiben. Das schauen wir uns auch nochmal später an, wo Sie quasi hier kurz die Daten eingeben. Das wäre jetzt eine ausführliche Beschreibung von solchen Daten. Ja, Sie geben quasi eine Beschreibung an, dann einen Kurznamen, dann eventuell noch eine Einheit mit dazu. Dann geben Sie an, ob das variabel sein soll im Programmcode oder konstant. Variabel heißt, es ändert sich, konstant, es bleibt immer gleich. Dann gibt es noch an, wie wird das quasi transferiert. Das spielt jetzt wieder im VBA eine Rolle, nicht im Mathcad. Das können Sie weglassen jetzt hier im Mathcad. Dann gibt man noch an den Bereich. Ja, das gibt dann quasi die Größe an. Dann gibt einen Min, einen Maximalwert an. In der Regel die Size, das können wir wieder weglassen. Das spielt im Mathcad keine Rolle. Und man gibt noch an dann den Datentyp. Ist es jetzt ein komplexer Datentyp oder ein elementarer? Ja, und was ist dann für einer? Ja, zum Beispiel elementar wäre zum Beispiel hier Integer Number oder bei Composite, dann gebe ich ja einen Text oder String. Ja, und dann hier noch ein paar andere Geschichten. Ich kann sie gar nicht lesen, was ist das hier? Also Abhängigkeiten. Ist eventuell ist diese Variable von einer anderen abhängig innerhalb des Algorithmus und gibt es noch eine gewisse Priorität? Also in so einer, das werden wir dann später noch sehen, kann man dann die Daten beschreiben. Das haben wir uns angeschaut. Die Datenoperationen sind auch nochmal wichtig. Dazu brauche ich noch meine Hand, um mal rüber zu gehen. Aber das sage ich Ihnen, glaube ich, nichts Neues. Die haben wir eh schon bereits im EDV1 verwendet, als auch jetzt wieder hier in EDV2. Dennoch will ich es noch mal erwähnt haben, damit wir da uns mal in Erinnerung rufen, was das war. Zoome mich mal ran. Und je nach Datentyp kann ich natürlich bestimmte Operationen durchführen. Ja, wir unterscheiden einmal arithmetische Operationen. Ja, das machen Sie normalerweise mit Zahlen. Das geht auch nur mit Zahlen. Ja, das macht mit Textdaten keinen Sinn oder mit Objekten oder irgendwelchen anderen Datentypen. Ja, das geht nur mit bestimmten Datentypen. In der Regel sind das Zahlen. Dann gibt es noch logische Datenoperationen, sprich vergleichende. Ja, dass Sie quasi sagen, ist der Wert größer als ein anderer. Auch das geht in der Regel mit Zahlen, aber auch zum Teil mit Text. Und bei Text können Sie zum Beispiel sagen, ist jetzt der Text gleich einem anderen Text? Sie können aber nicht sagen, ob der eine Text größer als ein anderer ist. Ja, Sie können nicht sagen, ist jetzt Hallo größer als guten Tag. Ja, Sie können natürlich die Länge vergleichen.
Dann allerdings vergleichen Sie dann wieder Zahlen. Sie können sagen, ist das Wort Hallo, ist die Länge des Wortes Hallo größer als die Länge des Wortes Guten Tag? Ja, aber dann würden Sie im Endeffekt wieder Zahlen vergleichen und damit passt das ja wieder. Aber ansonsten können Sie, wenn Sie nur Texte vergleichen wollen, können Sie immer noch sagen, ist das gleich oder ungleich? Ja, auch daran sehen Sie wieder, die Daten sind immer wichtig, dass ich anschaue, was habe ich für Daten, weil das bestimmt dann wieder die Operation. Und Sie können natürlich auch bei logischer Operation das Ganze kombinieren. Ja, Sie können quasi logische, vergleichende Operationen miteinander kombinieren. Das waren dann die Operatoren und, oder und nicht. Und da gibt es eigentlich noch weitere, aber das sind so die wichtigsten. Ja, hier kommt immer raus bei einer logischen Operation in der Datentyp Boolean. Ja, das ist immer das Endergebnis, also das Result. Ja, bei arithmetischen Operationen kommen in der Regel immer wieder Zahlen raus. Ja, und dann sieht eine Operation sieht immer so aus, haben wir quasi einen Operand. Ja, dann gibt es hier einen Operator und dann gibt es einen zweiten Operand und dann das Ganze gibt es ein Ergebnis, wie zum Beispiel, das ist ganz einfach, 3 plus 3 ist gleich 6. Ja, das wäre der erste Operand, das wäre der Operator und, also Addition oder Plus. Das wäre der zweite Operand und das ergibt dann dieses Ergebnis. Wichtig ist natürlich auch hier nochmal der Hinweis, ich kann nicht müde werden, mich dazu wiederholen. Die Datentypen bestimmen natürlich den Operator bzw. die Operation. Ja, ich könnte zum Beispiel, ich mache mal ein Minus draus, kann ich das hier noch radieren? So, jetzt habe ich es wegradiert, konnte den Film Gott sei Dank anhalten, um erstmal zu gucken, wo der Radierer ist. Also gehen wir hier auf Minus. Und wenn jetzt zum Beispiel das Ganze, wenn der Operand jetzt hier keine Zahl wäre, sondern ein Text, zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt hier nicht 3 stehen würde, sondern Hallo, mach das mal schnell, geh nochmal auf Radierer, hier war, und schreibe jetzt hier einen Text rein, wo ist es? Hallo. Ja, dann wird das natürlich nicht funktionieren, ja, weil Sie können natürlich vom Text jetzt nicht minus 3 abziehen. Das ist eine Operation, die keinen Sinn macht. Wenn ich Ihnen das so demonstriere, werden Sie sagen, ja klar, ist logisch. Dennoch werden Sie sehen, ich erlebe es auch immer wieder, sowohl in EDV1 als auch in EDV2, dass Leute genau sowas machen und sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Ja, in dem Kontext dann später allerdings erscheint Ihnen das halt nicht so logisch, wie ich das Ganze jetzt hier aufzeichne, sondern Sie rufen dann irgendwelche Funktionen auf, die zum Beispiel einen Text liefert. Und wollen dann von der Funktion, die eine Zahl liefert, das Ganze abziehen und dann kommt es halt zu solchen Fehlern. Ja, deswegen ist immer wichtig, der Datentyp bestimmt die Operation bzw. auch den Algorithmus in der Folge. Und deswegen ist immer wichtig, dass Sie schon vorher klar sind, was habe ich eigentlich für Datentypen gegeben. Das ist halt, worauf ich hier die ganze Zeit hinaus will. Das haben wir uns angeschaut. Wie kann ich jetzt hier zoomen? Ah, hier ist es. Also wie kann man Funktionen bauen? Und dann haben wir uns noch angeschaut, wie kann ich jetzt mit diesen Verzweigungen arbeiten? Wie kann man die halt implementieren? Und da haben wir hier einmal eine zweiseitige Verzweigung eingebaut. Das ist quasi diese hier. Ja, ich zoome mich nochmal ran. So, die haben wir quasi verwendet. Und ansonsten hat man dann, glaube ich, noch eine mehrseitige. Oder verschachtelte zweiseitige natürlich, das haben wir auch gemacht. Das ist nochmal ganz normal. Also hier sehen wir nochmal die Sequenzen, das ist quasi ein ganz normaler, simpler Code, wie man eigentlich auch schon fast im EDV, ja, im EDV1 schon verwendet haben, wo einfach nur eine Sequenz nach der anderen abläuft. Auch das finden Sie im Algorithmus-Poster. Und zwar finden Sie das hier. Ja, hier sehen Sie nochmal diese Sequenzen, die nacheinander ablaufen. Das ist quasi die einfachste Form, etwas zu programmieren. Hier sieht man nochmal das erste Statement oder erste Anweisung. Hier rufe ich jetzt eine Funktion auf. Das bedeutet, ich kann quasi Unterprogramme aufrufen, Form einer Funktion oder eine Form einer Prozedur. Ja, und dann folgt das so dem nächsten und dem nächsten. Und das haben wir eigentlich in EDV1 gemacht, ja, wo wir uns mit Mathcad beschäftigt haben oder auch mit Excel. Ja, und hier werden wir jetzt hier das quasi noch uns anschauen, wie kann ich jetzt quasi selber Funktionen bauen. Und durch die Verwendung von verschiedenen Kontrollstrukturen hier auch doch recht komplexe Datenoperationen durchführen bzw. Algorithmen implementieren. Ja, die mehrseitige Verzweigung hat man auch noch uns angeschaut. Die ist, kommt dann hier unten hier zum Schluss. Ja, das war im Prinzip das Ziel dieser doch recht umfassenden Übung und ich hoffe,
Ihnen ist hier klar geworden, wie man das macht, sodass wir in Zukunft auch mit doch komplexeren Anwendungsfällen arbeiten können und nicht mit so primitiven. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Übung.